In diesem Video ziehen wir uns unseren Handschuh aus. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mittanzen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne live jeden Donnerstag via Zoom. Und anmelden kannst du dich hier per E-Mail an diese E-Mail-Adresse, die du jetzt hier gerade siehst. Ich würde mich freuen, dich in meinem Kurs zu sehen. Okay, also jetzt hier in diesem Video ziehen wir uns unseren Handschuh aus und ich zeige dir die Tanzkombination zuerst einmal vor. Dann erkläre ich sie dir wieder, Schritt für Schritt und zum Schluss tanzen wir das wieder gemeinsam mit Musik. Los geht es! So, dann geht es los. Und ja, diese Handschuhe, die bekommst du wirklich günstig bei großen Online-Versandhäusern. Also das Versandhaus mit dem großen A oder dem E, dort kannst du einfach mal gucken. Da gibt es sie wirklich in allen möglichen Farben. Okay, dann fangen wir an. Wir stellen uns wieder in eine schöne, elegante Pose. Dazu nehmen wir unsere Füße zusammen. Und drehen jetzt die Fußspitzen 45 Grad nach außen, sodass sie in die Diagonale des Zimmers zeigen. Das äußere Bein stellen wir jetzt auf. Das äußere Bein ist immer das, was Richtung Publikum zeigt, also das jetzt zu dir. Okay, also aufstellen, dann hast du hier so eine schöne, elegante Silhouette. Richte dich auf, lass aus deinem Dekolleté die Sonne scheinen, also hier nicht so zusammenfallen, sondern schön aufrichten, stolz. Dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und jetzt packst du hier beide Hände in die Hüfte und anschließend wackeln wir jetzt viermal. Also ich wackel hier immer viermal, weil sich das für mich gut anfühlt. Wenn du länger oder kürzer wackeln möchtest, dann gerne. Okay, also 1, 2, 3, 4. Jetzt nehmen wir die Arme nacheinander nach oben und machen eine schöne Pose. Also es geht los. Ein Arm. Und der zweite Arm. Wenn du die Arme hochnimmst, schau ihn wirklich dabei hinterher und ja, in dem Moment hast du die schönsten Arme der Welt. Und wenn du die Arme oben hast, lass die Schultern dabei unten. Also Vorsicht hier, nicht die Schultern hoch bis zu den Ohren, sondern Schultern unten lassen. Und diese Pose hältst du jetzt einfach mal für 2 Sekunden. Und spür mal in dich hinein, was das mit dir macht, wenn du so dastehst. Ja, das ist ja eine Pose, die machen wir im Alltag nie, also ich zumindest nicht. Und ja, lass das einfach mal so auf dich wirken. Und mach das so ganz genüsslich für dich. Okay, jetzt nehmen wir die Arme wieder nach unten. Und machen jetzt die sogenannten Bumps. Die Bumps sind diese schnellzackigen Bewegungen. Dazu stellen wir jetzt unsere Füße hüftbreit auseinander. Und wir machen jetzt erst jeweils einen Bump und dann doppelt. Also 1, 1, 1, 1 und das Ganze jetzt nochmal doppelt. 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2. Und auch das kannst du so für dich variieren. Ja, also das, was ich hier mache, das sind Inspirationen für dich. Du kannst es hier wirklich variieren. Wenn dir das doppelt besser gefällt, dann machst du das doppelt. Wenn dir das einfach besser gefällt, dann machst du das einfach. Ja, also sieh das hier wirklich als Inspiration. Okay, jetzt nach diesen Bumps laufen wir 3 Schritte nach vorn. 1, 2, 3. Und jetzt stellen wir uns wieder in einer eleganten Pose hin, in dieser Pose vom Anfang. Also Fußspitze nach außen, ein Fuß aufgestellt. Schöne Silhouette, Sonne aus dem Dekolleté und der Kopf ist an einem Silberfaden nach oben gezogen. Okay, und jetzt ziehen wir uns unseren Handschuh aus. Wenn wir uns unseren Handschuh ausziehen, besteht das Ganze immer aus 3 Schritten. Der erste Schritt ist Handschuh präsentieren, der zweite Schritt ist dann wirklich Handschuh ausziehen und der dritte Schritt ist Handschuh verabschieden. Okay, also jetzt Handschuh ausziehen, Schritt 1, Handschuh präsentieren. Dazu nimmst du den Handschuh in einer großen Bewegung vor deinen Körper und zeigst ihn nochmal, wirklich voller Stolz und ja, mit Genüssen. Jetzt nimmst du deine Hand vor deinen Körper und drehst sie so, dass deine Handfläche jetzt hier nach außen zeigt. Und jetzt streichelst du nochmal ganz genüsslich über deinen schönen Handschuh. Also es ist wirklich jetzt der schönste Handschuh der Welt. Dein Arm ist der schönste Arm der Welt. Und mach das so wirklich mit, ja, genießt es einfach so mit ganz viel Freude, jetzt einfach mal so diesen schönen Handschuh hier zu bewundern und zu streicheln. Und jetzt ziehen wir den Handschuh aus. Dazu gehen wir jetzt hier oben mit den Daumen in den Handschuh, halten den Handschuh fest und wichtig ist, dass jetzt auch die Finger hier von der anderen Hand schön elegant aussehen. Ja, also jetzt hier nicht einfach so irgendwie, sondern schön elegante Finger. Und jetzt Schritt für Schritt ganz langsam den Handschuh aus. Jetzt nimmst du deinen Arm nach oben vor deinen Körper. Vorsicht, nicht zu hoch und auch nicht zu tief. Achte hier auf ein gerades Handgelenk, also hier nicht so abfallen, sondern hier schön gerade. Und jetzt ziehst du den Handschuh aus. Also dabei ziehst du ihn so auf links. Und jetzt verabschieden wir uns vom Handschuh. Und um uns vom Handschuh zu verabschieden, wirbeln wir ihn jetzt hier einfach so ein paar Mal rum. Deine Hand, die den Handschuh gerade anhatte, ist jetzt an der Hüfte. Die andere Hand wirbelt den Handschuh. Dann schmeißt du den Handschuh weg und tada, Schlusspose. Okay, das ist unsere kleine Handschuh-Tanzkombination. Und wir tanzen diese jetzt nochmal mit Musik. Und wenn du dich fragst, zu welcher Musik du das Ganze hier tanzen kannst, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich dir eine Spotify-Playlist verlinkt mit richtig toller Burlesque-Musik. Ja, diese Burlesque-Musik darf ich hier auf YouTube leider nicht verwenden, was wirklich sehr schade ist. Aber hör sie dir gerne auf Spotify an, in meiner Playlist. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Okay, also jetzt ziehe ich mir meinen Handschuh nochmal an und dann geht es los.